Wer jemals mit ihm gesprochen hat, der hat eine Seele von Mensch kennengelernt. Wer ihn Handball spielen gesehen hat, der hat pures Dynamit auf der Platte gesehen. Er ist in Magdeburg gewesen, als es uns richtig schlecht ging. Er hat uns geholfen, wenn es uns richtig gut ging. Sein Lächeln wird uns fehlen, seine Muskeln werden uns fehlen. Wir rufen auf die Platte und ich weiß, in euren Herzen ist noch jede Menge Dämpf für eine Verabschiedung. Dankeschön für 9 Jahre beim SC Magdeburg. Danke für wahres grün-rotes Bluten. Wir rufen Bartosz! Deine Halle, Bartosz. Wir feiern Bartosz gleich weiter. Ich bin gespannt, ob es heute auch so ein Tag ist, an dem wir die Halle ganz, ganz leise kriegen. Für die Worte von Bartosz Jurecki, hier ist das Mikrofon. Das sind die Menschen, die Herzen, die du verzaubert hast über so, so viele Jahre. Was möchtest du ihnen zum Abschied sagen? Vielen Dankeschön. Ich habe schon unglaublich lange gedacht, was ich jetzt muss sagen, und jetzt ist schon alles weg von meinem Kopf. Das war eine unglaublich schöne Zeit für mich, für meine Familie. 9 Jahre mit so großer Mannschaft, mit so großer Tradition, bin ich sehr stolz, wie darf ich mit so Trikot so lange spielen und immer Spaß für euch bringen nach Magdeburg. Noch ein paar Worte. Ich will Dankeschön sagen für alle Leute, für ganz Magdeburg, für diese schöne Zeit. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Zeit. Natürlich komme ich nach Magdeburg, sehr gerne immer. Dieses Publikum, diese Stadt bleibt immer in meinem Herz. Und am Ende wollte ich nur sagen, Magdeburg, Dankeschön! Wir sehen jetzt auch noch mal ein paar Bilder von Bartosz hier in Magdeburg. Schaut euch an, was hat dieser Mann hier gemacht. Bartosz Jurecki! Bartosz Jurecki!
Ich bin Bartosz Jurecki von SC Magdeburg. Der damalige Manager Bernd Wehrenbrand hat schon gesagt, ich habe einen polnischen Kreisläufer verpflichtet, der ist Weltklasse, so Weltklasse werde. Und ja gut, da hat er natürlich auch absolut recht mit gehabt. Ja. Wir haben uns damals natürlich auch kennengelernt, 2006. Ich habe Bartosz als ein sehr ruhiger Mensch kennengelernt. Bartosz hat sich zu Recht auch ganz schnell zum Publikumsliebling auch entwickelt, durch seine Emotionalität, die er mitbringt, seinen Kampfgeist am Kreis und wie er die ganzen Leute mitreißt. Und ist, denke ich, auch in Magdeburg gereift zu einem wirklich Weltklasse-Spieler. Und ich denke, dass Magdeburg sich sehr glücklich schätzen darf, dass er dem Verein über 9 Jahre auch treu geblieben ist. Wir haben in 2006 den EHF-Pokal gewonnen und das war natürlich, denke ich, für uns beide ein überragender Einstieg bei SC Magdeburg und unvergesslich. Ich schätze mich auch glücklich, dass ich mit so jemandem zusammenspielen durfte und er nie an dieser Mannschaft gezweifelt hat und immer hier geblieben ist. Sehr kollegial, er ist ein sympathischer Typ, mit dem man sich gerne umgibt, auch außerhalb des Handballs. Man trinkt gerne 1-2 Bier mit ihm, man kann sich auch über andere Dinge mit ihm unterhalten. Also ich habe nicht viele Situationen erlebt, wo er mal aus der Haut geht. Und ich glaube, es gibt auch nicht viele Menschen, die nicht mit ihm können, weil er wirklich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse ist. Ich verbringe gerne Zeit außerhalb des Spielfelds mit ihm. Also ich spiele lieber mit ihm, auch im Training, als gegen ihn. Bei Bartosz ist es so, entweder 7 Meter oder Tor. Natürlich habe ich vor Bartek immer Respekt, aber Bartek und ich haben da im Training so eine besondere Beziehung, weil ich glaube, ich habe dieses Jahr schon 20 Trainingstrikots von ihm zerrissen, weil er immer im Kreis dann neben mir steht und ich dann ganz schön kämpfen muss, um den zu halten. Bartek ist auch ein Beispielprofi, wie er zur Sache geht auf dem Spielfeld und da vorangeht, sich nie beschwert über irgendwelche Schmerzen, die er hat. Er macht immer weiter. Ich denke, ich habe ihn seit 9 Jahren 2-mal in der Reha gesehen. Ja, wo er doch hier und da seine Baustelle hat. Da gab es schon einige Anekdötchen. Also, wir haben eine lange WM gespielt zusammen in Katar, was auch ein ganz besonderes Erlebnis war. Wir waren auf der Rennstrecke in Oschersleben, haben Rennfahrten gemacht über Schubert Motors. Wenn Bartek mal so einen kleinen Hänger hat oder noch nicht voll auf Touren ist, reicht es Michael Jackson mit Beat It oder Billie Jean, Smooth Criminal oder so anzumachen. Herzensgut, extrem freundlich, sympathisch, Kampfschwein, dem gehört wahrscheinlich ein Denkmal gebaut. Es ist phänomenal, er ist immer authentisch geblieben, immer der Gleiche und das schätze ich sehr an ihm. Wenn man an Magdeburg denkt, dann denkt man an Bartosz, denkt man an Bartosz, dann denkt man an SC Magdeburg. Ja. Und jetzt kommt das, was absolut unvermeidlich ist für jemanden, der so viel geleistet hat für diesen Verein. Bartosz, du weißt, was das bedeutet. Der Haken fährt runter. Da oben hängen schon so, so viele Grüßen, Helden in Grün-Rot, die hier unterwegs gewesen sind. Du wirst jetzt dazugehören. Und es ist so schön, dass einer, die Mannschaft wird dir das Trikot jetzt überreichen, aber dass einer gekommen ist, mit dem du so viele Jahre lang diese geile Nummer hier am Kreis gemacht hast. Stjarn Tönnesen kam von hinten, hat mit seinen Händen hier rumgefuchtelt und den Ball unten durchgepackt. Jeder hat gewusst, was passiert. Niemand konnte euch aufhalten. Bartosz Jurecki kriegt von Stjarn Tönnesen und von seiner Mannschaft jetzt das Trikot für die Hall of Fame. Ja, Bartosz, deine Tochter hängt es an. Und liebe GTK Arena, könnt ihr noch einmal ganz leise sein, bitte, ganz leise. Weil das ist ein Mann, den Bartosz so feiert, das ist Michael Jackson und er singt jetzt ein Lied, das von Magdeburg an dich geschrieben sein könnte. Weil egal, was dir irgendwo passiert, wenn du rufst, sind wir da. Mhm.
Ja, die Faden wären jetzt gut, die Faden wären jetzt gut. Großartig. Uns bleibt noch zu sagen, danke Bartosz! Ihr könnt ruhig laut bleiben. Bartosz hört das alles und freut sich. Und er lächelt sogar ein bisschen mehr, wenn ihr laut seid, glaube ich. Bartosz, wir danken dir. Bartosz, wir danken dir. So, Handballfreunde, SCM-Fans, ihr habt alle die Möglichkeit, noch auf Wiedersehen zu sagen zu Bartosz, ihr könnt es probieren. Ab jetzt heißt es, wir feiern diese überraschende Saison. Wir danken unseren Jungs in Grün-Rot für diese überraschende Saison, für diesen wunderbaren Spaß im Handballsport. 600 Liter Freibier sind da, ihr werdet eure Spieler noch treffen und wie gesagt, MDR Sachsen-Anhalt, das ganze Team und meine Wenigkeit sagen, danke für eine tolle Saison. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Bartosz, wir danken dir. Wollen Sie nicht?
anhatte. Dann kommt er schon im Kreis, wenn der Typ gehört, und hat nach oben gebetet.